Ja, moin zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Abenteuer aus den Enchanted Kingdoms. Diesmal Lancers Rache. Rache, jetzt hätte ich beinahe... Nee, ich hab's gesagt. Okay, gut. So, also ist es eigentlich die Sammleredition? Es ist die Sammleredition. Das heißt, ja, es wird wohl noch mehr geben, ne? Was kommt denn da hin? Irgendwas kommt da noch, hin, ne? Okay, was hat er denn der Guteste? Lass uns mal gucken. Es ist ein Wimmelbild. Das spielen wir mal auf einfach. Oh, mit Hasi. Okay, individuell. Okay. Na schön. Wir machen so. Ladebildschirm. Das sieht ja schon mal gut aus. Dearest Explorer, not a day goes by that I don't hear stories from your professors of your adventures since graduation. Know that Brooksville will always be your home, no matter how far you roam. Sincerely, Headmaster Franklin. Entdecker? Wir werden als Entdecker bezeichnet, nicht als Heilerin? Okay, also, was ist denn hier los? Hey, it's Madeline from Brookville. Hi. Sorry I haven't contacted you since finals, but I've got bad news. The Emperor has received multiple reports of Kinzels in Arcadia Woods. Can you believe it? It's been years since anyone has even seen one. You know how dangerous Kinzels can be. So Emperor Wilhelm has tasked you and I to search the woods and figure out what's causing them to reappear. Oh, sie sind schon hier. Junge. Na schön, da sind wir. Gelange zum Arkaden. War da ein Erdbeben? Ich muss den Weg freiräumen und zu Madeleine gelangen. Möchtest du dir eine Was ist denn das für eine komische Schriftart? Nö, nur Besonderheiten, das reicht mir schon. So, sammle alle Medaillons. Natürlich, Kreaturen. Na. Lass mal gucken, 15 Stück sollen wir bekommen. Den hier haben wir gerade bekommen, ne? Ein großer, schäbiger Werwolfhund mit brennenden roten Augen. Nachts sehr gefährlich. Oh, sieht doch ganz putzig aus. Na gut, also, wir sehen uns erstmal um, ne? Was haben wir denn hier? Das nehmen wir mit. Aufgaben! Ach, herrlich. Ja, cool. Ja, super. Aufgaben. Okay, kriege ich auch eine Map? Ich hoffe, ich kriege auch eine Map. Hierfür brauche ich denn... Wo ist denn bloß der Schlüssel hin? Jetzt haben wir hier Helmdekoration und Helm. Ah, hier sind wir... Oh. Please, hurry up! Ja, ich will Harry, ja schon. Oh ja, es sind wieder Kinkerlitzchen da drin, ich find's gut. So, hier haben wir auch irgendwas, da ist ein... Ui, ja, was? Oh, dafür gibt's einen Tipp. Okay. So, was haben wir hier noch? Mineral? Der Schädel ist unvollständig ohne das andere Horn. Meine Sammlung nehme ich auch mit. Cool, brauchen wir noch was? Da ist noch ein Zettelchen. Ich habe zwar erst vor kurzem meinen Abschluss an der Akademie der Entdecker gemacht, aber ich habe schon viel gesehen. Es gibt noch so viele Dinge auf der Welt, die ich sehen will. Am liebsten erkunde ich Arcadia. Oh, guck mal, das bin ich. Okay. Der Arcadienwald hält viele Überraschungen bereit. Na schön. Irgendwas Interessantes außer dem Horn? Nein. Gut. Da hinten. Finde alle Phönixfedern. Da kannst du Gegenstände in deinem Labor kaufen. Von 64. Okay. Gut. Oh, wow. Okay. Karte 4 Federn. Wie viel habe ich? 3 Federn habe ich. 5, ja. Halt, da war irgendwas. Kind so ein bisschen. Ja, okay, Teppich. Teppich wäre nicht schlecht, ne? Sollen wir gleich schon mal shoppen? Nee, ich hätte gern Vorhänge. Ich würde gern hier, ja, genau. Soll mich keiner dabei beobachten, sollte ich hier mal wenig angezogen durch die Gänge laufen. So, die Geschichte. Vor langer Zeit wurde der Arcadienwald, Arcadia heißt der nicht Arcadien, von einer alten Spezies der Kisuls bewohnt, die vom Halbgott Kinz abstammte. Sie respektierten ihn und den Wald, in dem sie lebten.
Die Menschen fingen an, den heiligen Wälder zu fällen, und die Kinsuls versuchten, ihnen entgegenzutreten. Dies führte zu einem Krieg um das Territorium und die Ressourcen. Während einer Schlacht zauberten Kisul und menschliche Mager so mächtige Zaubersprüche, dass sie eine magische Explosion von unvorstellbarer Kraft auslösten. Die Explosion hat alles zerstört. Menschen starben und auch die Kisuls wurden betroffen. Ihre Körper verschwanden, aber ihre Seelen blieben an ihren magischen Rüstungen am Leben. Das könnte ich noch einmal passieren. Wieso eigentlich nicht? Warum haltet ihr so wenig von Koexistenz? So, etwas Flachs wird mir helfen. Flachs. Oh Gott. Es fängt ja gut an. Hi du. Vielleicht kann ich die Eule mit einem Spielzeug ablenken. Na. Mal gucken. Möchtest du... Kiele, 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 Kiele? Nein, möchtest du nicht. Die kommt aber auch nicht da rein, ne? Nee, irgendwie kommt das beides zusammen. Aber, naja, noch nicht jetzt. Okay, so, hier war irgendwas mit einem Schlüssel, ne? Zack. Und Leute, deshalb sind wir hier. Wimmelbild! So, kein Wimmelbild-Fan. Doch, deswegen spiele ich diese Spiele. Hallo? Spiele das stattdessen 3 gewinnt. Drücke einfach auf diesen Knopf. Oh, nee, aber nicht jetzt. Okay, wir sollen offensichtlich diese Sachen hier finden oder einsetzen? Nee, finden ist der Plan. Da ist Aua Aua. Wenn ich nicht aufpasse, dann könnte ich mich schneiden. Ja, das ist hier. Da ist irgendeine Detailansicht. Oh, ach so, ich soll die ganzen Pilze finden. Ja, okay. Pilze und das ist kein Pilz, da ist ein Pilz und eine Blume. Da. So, sieh an, unser erstes Teilchen. Okay, du kommst doch bestimmt da rein, ne? Nein, tut es nicht. Okay, was noch? Das. Oh, voll schön. Du kommst da rein, ich bin mir ganz sicher. Noch nicht, leider falsch. Warum? Na gut, naja, na schön. So, wenn ich mich nicht schneiden möchte, dann nehme ich am besten den Handschuh. Das hat super geklappt. Oh, ach, es fügt sich selbst zusammen. Okay. Na gut. Since ancient times, demigods inhabited Arcadia. Among them were those who could burn stones to ashes with just their gaze. And those who could grow orchids, even in deserts. Voll schön. Der Blick und die Orchideen. Their powers are limitless. Humans who lived near them and respected their laws succeeded. Their homes were protected and their forests were full of berries. Ja, dazu muss man die nur antatschen. Okay. But woe awaited those who dared to enrage the demigods. Natural disasters could wipe all that was built from the beginning of time from the earth. The death of demigods would cause the end of the world. Ja, das macht man auch nicht. Leg dich nicht mit Göttern an. Oh, okay. Schließe ein Wimmelbildspiel ohne Tipps ab. Eine Medaille haben wir gefunden. Okay, es wird vermutlich so wie immer sein, aber warte mal, wo kann ich das denn mal Notizen? Nee, wir brauchen erst die Karte, ne? Sonst kommen wir da irgendwie nicht hin. Oder kann ich da über das Menü hingehen? Spieleinstellung vielleicht? Nö, okay, nö. Na gut, also, eine Münze. Eine Münze könnte hier reinkommen. Okay, na siehst du, das und das. So, das Hörnchen weiß ich schon. Augenblick. Oh, warte mal, hier können wir das einsetzen. Cool, hat jetzt noch nicht so viel gebracht, aber hey, wir arbeiten dran, ja? So. Oh, was fällt denn da jetzt so einfach so runter? Und wie kommt das Teil da oben hoch? Okay, erstmal hier wieder aufräumen, ne? Okay, und dann die Maus. Mausi. Klar. Na gut. So. Was ist denn hier drin? Während dieses Minispiels kannst du die Tasten den Schwierigkeitsgrad ändern. Okay. Mal gucken.
Naja, schön, sehe ich jetzt noch nicht. Vertausche die linken Marken mit den rechten Marken. Wähle eine Marke und einen hervorgehobenen verfügbaren Steckplatz aus, in der sie verschoben werden soll. Die schweren Modus haben Marken bestimmte Steckplätze, in die sie gehören. Richtig platzierte Marken werden grün. Ach so, das sind dann unterschiedliche. Nee, irgendwie nicht so. Naja, gut. So. Aber wieso? Was? Was? Nein, I don't get it. Hä? Okay, das war offensichtlich falsch. Das war offensichtlich auch falsch. Hä? Okay. Hase. Ja, wieso kann ich den Hasen jetzt nicht da einsetzen? Ach, weil da noch der andere drin ist, oder was? Okay, ah ja. Okay, das geht. Gut. Okay. Ja, dann lass mich doch erstmal daran. Nee. Hä? Irgendwie ist das merkwürdig. Irgendwie ist das sehr merkwürdig. Mich irritiert, dass das Ding hier nicht angezeigt wird. So. Ist das jetzt fertig? Nee, guck mal, der rastet da gar nicht ein. Hä? Irgendwas ist komisch hier. Das ist echt seltsam. Okay. Na gut. Dich hätte ich gerne erstmal dort. So. Ja. Ah, jetzt ist er eingerastet. Hä? Okay. Das ist merkwürdig. Okay, es gibt ohne Zweifel auch eine einfache Möglichkeit, dass... Ach, was soll's. Komm. So. Fertig. Aha. Okay. Aha. Na gut. Wir haben zwei Dinge bekommen. Das war komisch. Hier. Hallo, da bist du ja noch. Are you all right? Ja, ja. Good. Then let's go to Arcadia Woods. This is our first real assignment from the Emperor himself. I'm so excited. I'm so excited. On the other hand, that recent earthquake has me worried. What do you think caused it? Was it the Kinzels? Or was it something worse? Here we are. Look! It's the Phoenix, one of our demigods. Ooh. Oh no, he's been trapped. We must free him before the Kinzels find him. Okay, sehr gerne. Okay, es ist schon ein bisschen anders als vorher, ne? Sammle alle Statuen und erhalte Informationen über die Kinzels. Okay, du hast eine Statue gefunden. Ein Schmied. Dieser Meister des Metalls schmiedete feinste Rüstungen und verzierte sie mit exquisiten Gravuren. Cool. Cool. Okay. So, was haben wir hier denn alles? Oh, warte mal, halt. Ah, in der Nahansicht sind Federn. Stimmt. An dieser Statue fehlen mehrere Dekorationen. Den nehme ich mit. Lancer, der legendäre Herrscher der Kinzels. Ich habe viele Legenden über ihn gehört. Mhm. Oh, so schwer. Ich brauche eine Art Hebel, um ihn aufzubekommen. Und das ist es nicht. Hm, na gut. Ja. Hier drüben haben wir auch noch etwas. Nehme ich mit, nehme ich mit. Nein, das ist ja... Wie kann ich die abbürsten? Ja, ich hätte da was. Mal gucken. Das funktioniert tatsächlich sehr gut. Okay. Mhm. Oh, wow. Okay, meins und meins. So, mit dem Stab kann ich da dieses Ding hier schon mal hochheben. Das funktioniert. Das ist sehr gut. Es ist einfach verschwunden, ne? Irgendwas ist ja noch. 3 von 4. Der hat aber doch nur 3. Naja. Gut. Also, hier oben haben wir auch noch einen. Hallo, beweise deine Loyalität zu den Kinzels, indem du eine Phönixfeder mitbringst. Na klar. Auf dem Schild steht irgendwas. Was? Ah, wir haben eine Karte. Endlich. Und 4 von 4.
Eine Phönixfeder, also. Ja, ist kein Ding. Wir befreien den Phönix ja schon. Hier kommt da, das war ein Satz mit X. Hä? Okay, da gibt es noch andere Sachen. Oder brauchst du einfach nur das? Nein. Nein. Hä? Viele Legenden. La 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 la. Na schön, kümmern wir uns mal um das Eigentliche. Ach, hier kommen die rein. Ja, ist gut. Bisschen verrückt. Hi. Okay. Was ist das? Was ist das? Warte, warte, warte. Artefakte. Mit diesem Artefakt kannst du mit magischen Tieren sprechen. Ich probiere es gleich am Phönix aus. Natürlich, gerne. Juhu. Oh je. Okay. Ordne zwei Symbole so an, dass sie zusammen das Bild auf dem Artefakt erzeugen. Wähle die äußeren Ringe auf, um die orangefarbenen Symbole zu verschieben. Wähle dann das Symbol aus, welches du zusammengestellt hast. Achso, das M soll's werden. Das M soll's werden. Warte, warte, warte. Ich hatte jetzt erst auf das geguckt. Ist es offensichtlich nicht. M. Wo könnte es denn passen? Hier nicht. Ne, da unten passt es auch nicht. Tja. Nun. Es soll das M werden, ne? Also, das scheidet aus. Das scheidet ebenfalls aus. Das könnte es sein. So, ne? Ah, okay, ja, tatsächlich. Okay, verstanden. Macht der Sprache. Ja. Oh, okay, noch eins. So, das X. Am wahrscheinlichsten ist wohl das da, ne? Ja. Vielleicht auch nicht. Okay, was noch gehen würde, wäre der hier. Zusammen mit dem. Naja, doch, irgendwie schon so, ne? Mhm. Fallen. Fallen? Okay. So, der da. Der könnte... Puh, das da oben könnte es wohl sein, ne? Ja. Da. So, guck mal. Okay. Hass. Fallen, Hass. Okay. Das A. Ich will mal auf den da tippen. Jawohl. Magische Tiere. Fallen, Hass, magische Tiere. Der da ist doch ziemlich wahrscheinlich das da, ne? Okay. Gefahr. Okay, und du bist es. So, ne? Feuersiegel. Ein Feuersiegel also. Thank you for your help, kind human. This artifact grants its owner the ability to speak to the magical animals of Arcadia Woods. Arcadia Woods hört sich gut an. The one who sets these magical traps is Lancer, leader of the Kinzels. You humans are in danger as well. As Lancer hates your people for what happened to the Kinzels. Machen wir uns nichts vor, die waren beide irgendwie an der Situation schuld, also. Unfortunately, his trap has weakened me greatly. If you can kindle the fire of life within me, I swear I shall return the favor. Here, I found this as well. Das hast du gefunden und einfach so eingesteckt. Hier ist eine Welt voller Dinge und das hast du eingesteckt? Mensch. Okay, Feuer des Lebens. Kurbel. Okay, klar. Wie soll ich das denn in dir? Sprich den Phönix mit Hilfe des Artefakts. Ortszeichnung. Warte, 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 warte. So, alles klar. Da sind wir. Fremdenführer. Wimmelbildspiele ohne Tipps. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. In einer Minute. Eins vielleicht. Drei. Na, nein, nein, nein. Halte ich für unwahrscheinlich. Nur mit alter Bände, das werden wir nicht machen. Das ist, ist diese Geschichte wahrscheinlich da oben über den Dreien, ne? Ja, und hier jetzt die, die Klassiker. Keine falsche Auswahl in einer Wimmelbildspiel. Da
überspringen werden wir sowieso nichts. In weniger als einer Minute. Ach, ein Minispiel in weniger als einer Minute. Ach so, ja, gut, besser lesen, ne? 5 Minispiele ohne die Anleitung. Sowas mag ich nicht. Sowas ist so, ja, wir können es mal machen, aber das ist so, ich meine, irgendwie ist das ja, ne, Guardians durch das Spiel und so, erfahre mehr über Lenze. Das ist jetzt alles storyrelevant. Okay, also diese typischen 3 Objekte in 3 Sekunden, 5 Objekte in 5 Sekunden oder so, das ist hier nicht drin. Okay, also die Herausforderung wird sein, in einer Minute, glaube ich nicht, dass das passiert. Aber eine andere, also eins auf jeden Fall, eins kriegen wir hin, 3, weiß ich nicht, lege ich nicht so viel Wert drauf, ehrlich gesagt. Keine falsche Auswahl, das wird die Herausforderung. Okay, ja gut, okay, keine falsche Auswahl, sehr gut. So, also hier brauchen wir erstmal was, um da dran zu basteln. Das könnten wir einfach verknoten, ne? Ja, das funktioniert super. Einfach Siemensknoten passt. So. Und was jetzt? Kann ich schon rumfummeln? Kann ich. Okay. Damit kann ich da runtergehen. Magischer Wasserfall. Hier hinten hat mir nichts mehr, ne? Die Hand. Lalalala. Okay. Ja, ist gut. Also, magischer Wasserfall. Gut. Erstmal. Hier ist wieder ein Verstecklich. Da. Ein Medaillon, ein Medaillon. Das ist das Medaillon. Drache. Eine großartige und mächtige Kreatur. Und cool, nebenbei gesagt. Also so die Definition von cool. Guck mal, da ist eine Schnecke. Oh, ich habe sie verärgert, glaube ich. Ne? Oh, wie schön, dass sie solche Kinkerlitzchen da eingebaut haben. Hier auch? Nee. Aber gut, hier unten. So, Lenzer. Ich muss etwas finden, das dem Besitzer gehört, um es zu öffnen. Ja, ja, ist wohl so. Okay, hier, was haben wir da? Ein Zuppelchen und irgendwas ist doch hier noch, ne? Ich kann das mit einem sehr, sehr scharfen Werkzeug schneiden. Gut, da ist ein Nest. Wozu brauche ich ein Ahoi? Okay, Moment mal, war hier eigentlich irgendein... Nein, hier war nichts, war keine Kohle. Da ist auch noch was. Da ist Kohle. So, jetzt lassen wir mal shoppen gehen hier. Okay, was brauchen wir noch? 4 Stück haben wir. Rüstung. Ach, die sieht cool aus, die hätte ich gerne. Was haben wir sonst noch? Boah, ist okay. Die Rüstung finde ich klasse. Büste. Teppich. Ja. Was haben wir noch so alles? Mini-Labor. Ja. Globus. Ja. Helm, ich möchte die Rüstung. Ich habe mich schon auf eingeschossen, ich möchte die Rüstung. Dafür brauchen wir aber einen mehr. So, wie komme ich daran, ohne nass zu werden? Mit etwas mithatschen. Da. Oh, okay, ja, genau. Das geht natürlich auch. Kerosin. Das liegt hier einfach im See, Teich, Fluss, Bach herum. Ich weiß ja nicht. Okay, können wir da... lecker. Lecker, lecker. Kann ich aber nicht aufsammeln. Na. Okay. Was haben wir da drüben? Okaro, der große, furchtloser irgendwas, der Kisul. Kinsul. Nicht Kisul. Anführer. Okay. Oh. Er ist hier. Er ist hier. Da wird gewimmelt. So, wie war das? Kein Fehler, ne? Oh, okay, das wird lustig. Also, tot. Oder ein Totenkopf. Totenkopf. So. Ich, Lanzer der Erste, Sohn Okaros, der ist großen, setze den Körper meines Vaters mit Kummer und Schmerz zur letzten Ruhe. Kein Geld der Welt kann heute meinen Verlust zurückzahlen. I, Lancer the First, son of Okaro the Great, with sorrow and pain, do commit my father's body to the ground. No amount of coins can pay back my loss today. Da hat er es nochmal vorgelesen. Da ist, achso, mehrere. Okay, okay. Mehrere Münzen. Das ist nur eine Uhr, das ist keine Münze, ne? Da ist noch ein Coin. Und irgendwas ist hier. Da ist auch ein Coin drin. Okay, ein Schwert. Das zählt nicht, das ist eine Lanze.
Ein Morgenstern. Da ist ein Schwert drin. Mhm. Er liest das sowieso nochmal vor, ne? Ja. Father, you were the greatest of all Kinsul rulers. When you were at your strongest, you were our secret weapon against the humans. Hier sind mindestens zwei Waffen. Ich würde nur sagen, das hier ist sie, ne? Ja. Oh, ach so. Ich muss drei Stück finden. Ja, okay, I'm sorry. Noch eine Waffe. Bla 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 bla. Das ist keine Waffe. Das ist auch keine Waffe. Das gehört zur Rüstung, ist aber keine Waffe. Das hier ist ein Pinsel. Da. Hier ist irgendwas. So. Okay. So. Und so. Und so. Okay. Gotcha. Dann. Der hier ist dort. Ja. But age has caught up to you at last, Father. I still cannot believe the mighty Jaguar demigod was slain by a mortal man. Ja, die Demigods, die haben auch untereinander Krieg geführt, ne? Oder waren sich zumindest nicht immer so einig. Da ist irgendwas. Was kann ich da wohl verwenden? Das hier nicht. Ich bräuchte irgendwie eine Bürste oder sowas, ne? Ist hier noch ein Jaguar? Das ist eine Schnecke, das ist kein Jaguar. Da ist ein Jaguar. Okay. Es wird niemals was in unter einer Minute. Never ever. Das wird nicht passieren. Okay, wo ist denn hier sowas wie eine Bürste? Ein Lappen geht auch? Na gut. Na, siehst du. Und er hier. Seit diesem Tag. Since that day, I have hardened my heart against all humanity. The humans are cowardly monsters who hide behind masks of blind courage. Father, I shall avenge us all. Mhm. Okay. So, und? Ja, das war die Auszeichnung. Okay, ab jetzt können wir rumsauen. Lancers Ring. Natürlich. Erfahre mehr über Lancers Familie. Ja, irgendwie schon so, ne? Okay, nehmen wir mit. Warum hakt das hier so? Man weiß es nicht. Ich muss nach unten, ohne runterzufallen. Was? Okay, habe ich irgendwas bei? Ich kann das... Kann ich das? Nee, das kann ich nicht. Kann ich mit der Gabel da rumprokeln? Geht auch nicht. Ich könnte mit dem Magneten das Ding... Nein, kann ich nicht. Okay, irgendwas ist da noch. Irgend what is there not? Noch. Okay, warte mal. Ach, das sind die Statuendekorationen. Ja, ja, okay. So, Kerosin haben wir bekommen. Kann ich dich mit Kerosin anfüllen? Oh, da steht's ja schon. So, und so zum Entzünden und Streichhölzer. Guck mal. Na, ist schön warm. I feel alive again. Sehr gut. Thank you, human. Take one of my feathers. May it help you in return for your kindness. Kein Problem, sehr gerne. Okay. So, was der alles aus seinem Fell zaubert. Gefieder, nicht Fell. Phönixfeder. Nun denn, und? Weg ist er. Oh nein. Human, how dare you? I've been chasing that fiery bird for years. It was finally within my grasp, and you set it free! What's this around your neck? This medallion? You're descended from the artifact guardians. What knowledge you must possess. You're coming with me! As for you, you can die a slow death in this trap, like the human you are. Das wird nix. Ach, das ist immer so das Ding, ne? Ja. Wenn du mich beseitigen willst, dann mach's lieber sofort. Hilf dem Phönix, finde Madeleine. Ja, auf jeden. Also, erstmal hier, ne? So. Und? Oh nein.
Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, was er vorhat. Zu Nacks Lager. Hm. Was? Please don't kill me. I am a Kinzel, but I'm peaceful, I swear. I am Nack, a simple trader. I have nothing to do with that fool Lancer. After the war with humans, all Kinzels lost our bodies. We saved our souls by bonding ourselves to become one with our armor. That magical creature has damaged my armor, and I'll die soon without it. Please help me, and I show you the way to Lancer's lair. Ja, auf jeden Fall. Hallo? Auf jeden Fall. So, also erstmal, Moment, erstmal eine Statue. War ja irgendwie klar, ne? Dass, naja, dass nicht alle so sind. Wie immer halt eben. Juwelier, sie war eine Meisterin der Kristalle, der Magie und der Alchemie. Ihre Schmuckkreationen werden hochgeschätzt und gesammelt. Hm, schön. Schön. Das, also ganz ehrlich, nach den ist jetzt noch nicht viel, was wir gefunden haben, aber nach den Statuen würde ich jetzt mal sagen, das war ein sehr gutes Volk, ein sehr interessantes Volk. Ach, ich hätte eben mal einkaufen sollen, ne? Naja, gut. Was hat er denn hier? Guck mal, da ist noch ein Zettel. Rüstungsfragment, Hammer und ein Amboss. Okay, und du gibst mir nichts. Nee, kann ich nicht nehmen. Okay. Rüstungsfragment, Hammer und Amboss. Okay, alles klar. Ich komme gleich zurück. Mach dir keine Gedanken, wir kriegen das hin. Mit etwas Magnetischem kann ich das bewegen. Ja, siehste. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. So, den Amboss könnten wir ja gleich mal loswerden, ne? Als Zeichen guten Willens. Okay. Ja, ich komme wieder. Ich brauche noch mehr. Hier ist irgendwas, aber ich muss mit irgendwas das Zelt abstützen. Sehr gut. Und da ist ja der Hammer, den Sie suchen. Sieht nach einer Kombination aus. Ich soll sie mir aufschreiben. Habe ich sie mir aufgeschrieben? Warte mal, Notizen. Das sieht nicht nach einer Aufschreiber. Wenn du sagst, das sollte ich mir aufschreiben, heißt das, ich sollte mir das aufschreiben, ha? Kinzels haben Arcadia von Anfang an bewohnt. Ihr Vorfahr ist der Jaguar-Halbgott Kinz, der den Kinzels des Lebens schenkte und auch einen Großteil ihres Namens. Hm, okay, so hat es also angefangen. Sieht nach einer Kombination aus, bla bla bla, genau. So, und die leckeren Äpfel kann ich schon wieder nicht mitnehmen. Oh. So, jetzt brauchen wir noch den Tiger, ne? Hier geht es irgendwo hin. Hier kann man sich leicht verlaufen. Ich brauche etwas, das mich in die richtige Richtung weist. Ja, wahrscheinlich. Okay, das gilt für ringsherum, ne? Und irgendwas Magisches. Und hier haben wir sonst nichts. Okay. Hm, was machen wir denn jetzt? Das reagiert ein bisschen langsam, ne? Habe ich irgendwas? Ich rendere nebenbei Videos, aber... nun, ich glaube irgendwie, weiß ich nicht. So, was machen wir denn jetzt? Irgendwas mit Nägeln. Da ist jetzt nichts mehr. Naja. Nein, irgendwie nichts, oder? Ich brauche etwas, ja genau. Irgendwas mit Nägeln. Und was mache ich da mit dem Spiegel? Hier brauchen wir doch nur diese drei Dinger. Wovon wir zwei haben. Ich habe viele Legenden über ihn gehört. Ja. Okay. Das heißt, wir müssten hier etwas finden. Obwohl. Nee, so einfach wird es nicht sein, ne? Nein. Natürlich nicht. Okay. Ach, warte mal, hier ist ja auch noch was. Womit kann ich das wegfehlen? Ich werde improvisieren müssen. Das ist furchtbar. Okay, na gut. Na schön. Also, jetzt haben wir alle drei Augen. Oh, der hat drei. Was auch immer das sein soll. Ja, das sind irgendwie Augen, ne? Da ist es ja. Danach habe ich schon gesucht. Draht. Okay, hier. Da können wir ihm helfen. Das finde ich gut. Und? Thank you, human. Not all of us are like Lancer. Many of us have found peace in this new form, but not Lancer. All he seeks is blind revenge. Das habe ich schon vermutet, ja.
Nee, hallo? Hä? Das war irgendwie merkwürdig. Irgendwie reagiert das komisch. Ich starte es gleich nochmal neu. Magischer Kompass. Er scheint freundlich zu sein. Ja, kommt mir auch so vor. Hilf Nack. Auszeichnung ansehen. Gut, magischer Kompass, den haben wir im Start. Oh, warte mal, was ist das? Draht und Zange, alles klar. Gut, cool. Ja, schön. Gefällt mir. Es ist so ganz anders als die vorherigen Teile, wo wir ja als Heilerin unterwegs waren. Aber das ist so, dieses Setting hier gefällt mir wohl auch. Ist irgendwie, ja, mal gucken, wie es wird. Weil es ist jetzt ein anderer Plot, ne? Also wie wir unterwegs sind. Nun gut, aber nichtsdestotrotz, so ungefähr nach einer halben Stunde lege ich immer eine kleine Pause ein. Eine kleine Biopause, nennen wir es beim Namen. Und dann bin ich gleich wieder für euch da. Macht's gut.